So, herzlich willkommen zurück. Ja, zu einem, ich habe eine ganze Menge GTA aufgenommen. Also, für die, die es noch nicht wissen, GTA kommt immer am Sonntag 15 Folgen pro Tag. Also 15 Folgen jeden Sonntag. Für die, die Bock haben, können wir da reinschauen. Ansonsten, wir machen auf jeden Fall erstmal mit Pokémon weiter. Und da nehmen wir die gelbe Edition natürlich zur Hand. Ich weiß nicht, hatte ich MGBR zwischenzeitlich mal aktualisiert? Ne, immer noch 5. Aber ich habe nämlich diversen Stuff aktualisiert auf meinem System. Aber Gameboy gehört schon mal nicht dazu. So. Ach, hier waren wir. Bleib stehen! Sorry, ich muss erstmal regeln, schrägeln, alles und der alte Knacker wollte sich gerade das Leben nehmen. Beschweren. Da mussten wir ihm die Leviten lesen. Und jetzt mach dich vom Acker oder du bekommst eine Menge Ärger. Oh, ich muss mein Pokémon erstmal mental wieder reinkommen. Ich habe gerade über die letzten 4 Tage 60 Folgen GTA von Andreas aufgenommen. Das, die Rucksäcke kämpfen. Mauzi. Hatten wir ein Svetto? Ja, wir haben Svetto. Kämpfen. Ja, klar, klar, wir haben Svetto. Diese Frage, Alter. Was war das gerade? Wieso ist der Ton so scheiße? Nani? Das klingt gerade interessant. Hä? Was denn jetzt? Ja, wir haben 60 FPS. Jetzt klappt's auch. Ja, jetzt funktioniert's. Was war denn da gerade los, sag mal? Dort. Kampf, Konfusion. Ah, wegen Konfusion. Das hat den Gameboy verwirrt. Sag das doch gleich. Alter, ich muss erstmal ganz kurz hier, es ist einfach viel zu warm in diesem Land, in dieser Welt, auf dieser Welt, weil es mir so gefällt. Yay. Erstmal hier, weg damit. So, Penis. Ein Wetter. So. Ja. Oh, wir sind vergiftet. Warum sagt uns eigentlich keiner? 1000 EP. So schnell wie das Licht. Vergiss uns nicht. Was? Du kommst um mich zu, deinen Dankfilm, aber freiwillig. Ich kann hier unfairen Seele von Tragosomo zu beruhigen. Dein kann Frieden gegen Eva gewählt. Trotzdem, da ich dir da Sorgen. Folge Picard Klopfuß. Okay, habe ich voll verstanden. Hey, Ash, du kannst dein Pokémon nicht vollenden, Pokédex nicht vollenden, wenn du dein Pokémon nicht genügend Liebe und was entgegenbringst. Wer war der neue Abenteuer? Ash hat Pokéflöte. Pokéflöte? Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Kann ich damit auch vergiftete Pokémon entgiften?
Das ist der magische Stab. Ja, ja, sehr gut jetzt. Halt die Fresse. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon. Ja, ja, ja. Ey, findest du dope, Bitch? Ja, ja, ich bin auch topfit. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir haben jetzt die Flöte. Mit der Flöte können wir jetzt extra nach unten gehen. Hoffe ich. Haben wir die schon alles gemacht? Oh, ist alles schon so lange her. Brr. In der Hauptstadt waren wir noch nicht drin, oder? Egal, wir gehen jetzt mal hier runter. Eine Treppe. Nein. Eine Pokémon wurde Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebeten. Ich gebe dieses DM mit, benötigen sie nicht länger. Kauf dir doch neue Pokémon, verstehe ich gar nicht. Ist nicht so, als wenn es die einzigsten auf der Welt waren. Dumme Nuss. Da bin ich schon mal nicht lang. Hallo, cool, mir ist erst ganz ins Netz gegangen. Meint ihr jetzt gerade mich oder was? Habe mal Respekt, du Wichser. Engler möchte kämpfen, Engler Goldini, Engler Engler. Und ja, wie gesagt, solange es wieder so warm ist, werde ich meine Folgen auf eine Viertelstunde reduzieren. Das ist einfach zu viel Wärme für meinen arm Körper. Quapsel los. Es ist so unendlich warm. Konfusion. Mist, bloß kein Blut. Eichgewind. Ach, Bock zu lesen hier, Alter. Ja, wir haben auf jeden Fall $700. Wir haben auf jeden Fall $700 bekommen. Das geht schon. Als Anhänger muss man geduldig sein. Du hast jetzt so Glück, du kannst einfach ins Wasser springen. Ich sitze hier fest in meinem Zimmer. Vor meinem PC. Tentara. Los, Meppo. Mach Tentara zu Tentachos. Yay. Buja. Der Tag ist sehr effektiv. Na, wäre auch schlimm, wenn nicht. 500 DP. Oh, ja. Goldini. So, jetzt hätten wir den schon besiegt, da geht's auch nicht weiter, sehr schön. Da geht's weiter. Zumindest ist der Trainer. Der Angelkönig gegen das Pokémon. Leid, Lied, Blut. Whatever. Ein Pokémon, Alter, ernsthaft? Goldini, ernsthaft? Oh, aber dafür zumindest Level 27. Nicht, dass er damit eine Chance hat, aber... Du hast mir wehgetan, du böses, böses Biest. Das war spitze. Ich gewinne 950 Yen. Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Dann arbeite doch, such den Job. Zum Beispiel als Trainer. Ist ein sehr lukrativer Job. Gerade mein Level 21? Ey, die werden immer schwächer. Achso, dafür hat er auch 4 Pokémon. Ah ja.
500 EP. Not bad, not bad. So, damit haben wir Level 50 erreicht. Sehr schönes Ding. Also, das Metro natürlich. Wir selber, wir sind natürlich schon Level over 9000. Also, da ist gar keine Frage. Und hier haben wir schon das Relaxo. Einfach Fahr Pokémon Weg. Item. Wo ist das Ding? Da. Okay. Oh, Relaxo ist aufgewacht. Es ist brummig und greift verschlafen an. Oh mein Gott. Ein verschlafenes Relaxo greift an. Diese Übernaturgewalt. Es wird uns auffressen. Was können wir dagegen nur tun? Oh mein Gott. Oh. Ja. Die Naturgewalt hat sich aber ausgeweitet. Tadam. Elektrizität ist meine Stärke. Warum bist du denn im Wassergebiet? Rocker möchte kämpfen. Wollte was? Ach nein, bitte nicht, bitte kein Finale. Okay, dann gehen wir einfach mal aufs Ganze und machen einfach mal Schlaf, oder? Nein, fällt jetzt eigentlich nicht. Okay, ich meine, hat erstaunlich gut funktioniert. Ich wollte eigentlich Psychstrahl benutzen. Ich dachte, Psychstrahl ist unsere zweite Attacke. Ja, dann reicht der. Oh. Ah, komm, wir machen Psychstrahl. Wir haben bei Konfusion noch nur noch 14 AP. Das ist nicht gerade. Wow, reicht nicht mal. Ah, komm, wir machen hier nochmal Konfusion. Wichser. Voltimann wurde besiegt. 640 EP. Elektroball. Ist das stärker oder schwächer? Eigentlich eine ganz gute Idee. So. Psychstrahl. Ich wähle dich. Oh ja, Psychstrahl ist definitiv stärker. Na gut, dann machen wir noch einmal Psychstrahl und dann ist das Viech weg. Sehr schön. Nein, der Stromkreis ist unterbrochen. Was tue ich da nur? Ich habe kein Lötkolben dabei. Was mache ich? Oh mein Gott, da muss ich von mir Klipperdraht knippern. Mein Bruder ist ja Profiangler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Ja, cool. Du bist mir sympathisch. Nimm das hier und genieße das Angelerleben. Lieben. Ash erhält eine super Angel. Das finde ich super. Engel. Engel. Angel. Was? Angeln ist nicht nur ein Sport. Es ist eine Kunst. Da kannst du zeichnen und Musik machen. Nun, zieh los, um den großen Fang zu landen. Was bitte an. Was ist an Angel bitte Kunst? Ich meine, Kunst ist etwas, wo du dich kreativ auslebst, wo du etwas Künstlerisches erschaffst. Ja? Selbst mit einem Stift auf dem Blatt von links unten nach rechts oben ziehen, kannst du als Kunst bezeichnen. Es gibt sogar Museen, da hängt sowas so eine Scheiß aus. Aber Angeln? Ich weiß ja nicht. Finde ich persönlich jetzt nicht so unbedingt passend in die Definition von Kunst. Wir können nochmal speichern, fällt mir gerade ein. Wie lange nehmen wir das eigentlich schon auf? Seit 19. Was? Ja, doch. Okay, dann mache ich das auf Feierabend. Wie gesagt, Viertelstunde. Reicht aus. Bis dann.